Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Yep. Und ich würde sagen, wir machen uns mal einen Spaß ran und erkunden Gützbillings, beziehungsweise ja, erstmal ja, ist ein bisschen mal, kann ich mich ducken, ja, das ist wunderbar. Ha. Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann Chat beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Ich darf nicht beim Ernten helfen. Im Briefkasten ist nix. Das macht mich traurig. Was ist hier? Ein Büffelkürbis. Am Anfang nehme ich diese ganzen Lebensmitteldinger dann noch mit. Eine Kiste darf ich nicht öffnen. Prospector Saloon. Ein Prospector ist doch so ein Sammler, ne? Meine ich. Goldsammler. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Ach, dieses mit den Ladezeiten ist schrecklich. Ja, hi, Sunny. Hi, Cheyenne. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ich muss nachprüfen, könnt ihr meine Route überfallen? Okay. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ja. Ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Ja, aber... Ist alles in Ordnung? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wir machen das hier fertig, ja? Dann können wir reden. Am besten irgendwo, wo ich was Härteres zu trinken und Cheyenne etwas Schatten kriegen kann. Okay. Gut. Machen wir das so. Okay, darf ich alles nichts nehmen? Hier ist niemand bei der Kasse, das ist ja gut. Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann Chat beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Gut, ist eine Tür. Ich hau nix. Naja. Ja, ich soll da hinter dem Laden treffen, ne? Okay. Mensch, warum gehen denn die Frames gerade so runter? Schrecklich. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Ja. Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Okay. Versuche ich. Na, vielleicht mal anvisieren. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Okay, okay. Beim Ziehen. Guter Schuss. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Nicht? Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Klar. Ich bin dabei. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Mhm. Guckt euch das an. Der Hund. Irgendwie laufen die so ein bisschen merkwürdig. Kann das sein? Es ist so ein bisschen... bisschen komisch. Naja. Pam. Könnte ihr jetzt so in den Hintern schießen, wenn ich wollte? Oder auf ihren Dutt? Haarkranz oder wie auch immer man das nennt. Diese Stille. Jo. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Oh. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Also ich hab... Ja, zum Schleichen, kann man STRG drucken.
Ich hab das nicht auf der Anhöhe, ihr habt das ja unten auf der. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Ja, ich versuch's, ne? Sind die denn? Aha, jetzt spannend. Ups. Ja, das kennen wir. Ei. Das war der Kopf. Na. Tag. Gecko. Nein, ich habe Schaden bekommen. Gecko Meat. Besser als gar nichts. Ich kann mich doch jetzt irgendwie hier. Kann ich mich doch an der Wasserquelle heilen, ne? Ja. Okay. Dann hätten wir das ja. Hey, Sunny. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Ja, nach zwei Geckos. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Klar, mache ich. Ich komme mit. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Okay. Das Lustige ist, ich weiß, ich habe das ja schon gespielt, ne? So ist es ja nicht. Da gibt es jetzt zwei Optionen. Wenn wir es schaffen, sagt sie, hat sie einen anderen Satz, als wenn wir es nicht schaffen. Also mit dem Schaffen da, wisst ihr. Wo ist sie hin? Ja, das ist noch gar nicht hier. Na. Oh. Lecker. Also die Waffe ist jetzt nicht so der Burner, aber ist jetzt gar nichts, ne, würde ich sagen. Hey! Nicht so schnell! Wohin? Des Weges. Die Waffe nutzt ziemlich schnell ab, kann das sein? Wett. Ja, Schein, ja. Ganz ruhig. Ah, jetzt kommt die Option mit dem, wo man es schaffen kann oder wo man verkacken kann. Genau, es kommt nämlich drauf an, ob die Frau stirbt oder nicht. Ja. Aber meistens ist man... Es ist echt eng immer jedes Mal, ob man da stirbt oder nicht. Was mich nervt, ist, dass das gerade nicht so flüssig läuft und allgemein die Ladezeiten. Mit Sunny über die Belohnung reden. Ach Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Ja. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Oh. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Ja klar, ich bin immer interessiert. Könnte nicht schaden. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Okay. Ist alles in Ordnung? Ja, okay. Lagerfeuerromantik. Ja. Na toll. Eine Brockblume und eine Xanderwurzel suchen. Xander Naidu-Wurzel. Okay, ich weiß, der war nicht so gut.
Was haben wir hier? Kaputte Kisten, Anhänger leer, okay. Okay. Sag mal, ich gehe erst. Würde mich schon extrem wundern, wenn das zweimal plötzlich dieselbe Sektion wäre. Klar. Ja, nicht klar. Da sind wir schon fast auf Level 2. Xanderwurzel, Xanderwurzel, Xanderwurzel. Gibt's denn noch mehr zu sammeln? Eine Schule? Gehe ich da jetzt rein oder wird dann so eine Ladezeit? Das ist das Problem. Wer weiß, wir kommen auch beim normalen Laden speichern nix. Ich gehe jetzt in den Briefkasten. Ich glaube, der Einwohner von dem Haus ist eh nicht mehr da. Oh, Kaffeetasse, Spielautomat. Ja, okay. Okay, das ist natürlich, ja. Unnötig. Aber diese Ruhe in Good Springs. Oder diese Ruhe in Fallout. Sie wird nicht lange anhalten. Das kann ich euch sagen. Es ist kein ruhiges Fleckchen Erde. Postapokalyptische Erde. Und das, da ist ein Kreuz. Was soll das denn? Ist das eine Kirche oder was? Oh, hier ist ein. Ja, kein Tornado. Das ist ja. Die Dinger können sogar ohne Wolken entstehen. Wie heißen die denn? Staubteufel nennt man sie umgangssprachlich. Die haben irgendeinen Namen. Ich weiß gar nicht, durch was die entstehen. Die, nicht durch Konvektion, ne? Meine ich, die Teile. Keine Ahnung, die entstehen aber auf großen, warmen Flächen. Was? Oh, hi. Ja, nee, ist klar, jetzt so ein Ding, jetzt so ein, wo es komplett am Stocken ist. Jetzt gedacht, der hält mir aus. Naja, egal. Nicht. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte die Vögel anvisieren. Aber es hat schon was, ne? Dass die Vögel so über dem Friedhof kreisen. Ja, aber diese Staubteufel stehen immer noch so warm, relativ leeren Flächen. Bläh, fliegen. Blair ist auch ein Charakter von Drawn Together. Naja. Yeah. Was haben die dabei? Naja, besser als gar nichts, ne? Ich kann jedes Geld am Anfang gebrauchen. Jedes Geld, jeden Pfennig könnte mir geben. Wett? Schneekugel Good Springs? Wett? You found a limited edition Mojave Landmark Snow Globe. These rare pre-war artifacts are widely considered to be useless baubles, but rumor has it some collectors will pay dearly for them. This is correct. Ich sag natürlich nicht welcher, aber es gibt es. Okay, dass die hier einfach so im Friedhof rumliegen ist. Oh, ja. Nee, diese Bohnen nehme ich nicht mit. Keep out. Ja, das Ding ist, normalerweise kann man in Fallout 3 konnte man ja mal so frei rumlaufen, irgendwo wo man hin wollte, aber wenn ich jetzt hier noch vor nach New Vegas gehen würde, ne, hier bin ich Flughafen und alles, das wäre ziemlich gefährlich. Ich müsste hier durch das Tal, dann müsste ich, man kann da irgendwo hoch, dann müsste ich da durch das Tal, nett,
Ja, alles gut. Was? Was? Nein! Das, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich hab... Ja, alles gut. Alles gut. Ich habe bestimmt irgendwo einen Ladebildschirm noch. Okay, muss ich das jetzt nochmal machen, aber... Ja, nee, ist klar, jetzt geht das nicht auf den auf Anhieb oder was? Ja, ist klar. Vier Schüsse. Ja, haben ja so viel. Nur weil irgendwie, keine Ahnung, der dachte, ich will außerhalb der Karte gehen. Auf jeden Fall, hier hinten, wenn ich da durchgehe, dass da ja kommt eine Gegend, die ist so unheimlich schwer für Anfänger. Kann ich hier nochmal die ganze Scheiße mit dem Bleifliegen machen? So. Man wenigstens lädt sich das halbwegs fix auf. Bin ich ja relativ froh drüber. Jo, da haben wir die. Das Ding da. Du bist auch tot. Und dich kriegen wir auch noch. So. Da ist ein offenes Grab. Das ist bestimmt für mich. Ich bin tot. Tag. Eine Brockblume. Ach, guck mal. Ja. Und dann kann ich auch schon wieder zurück. Ich zu dem Kreuz will ich mal. Vielleicht ja sogar schon nächste Folge. Ich weiß es doch nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Sunny. Sunny. Ich nenne dich lieber Sunny Smiles. Sonst bist du... was anderes. Nee, ihr versteht, also ich Freestyle, das ist... 1. Tja, also, nee, komm, ja, kannst du mir ja gar nichts gegen sagen, es ist quasi mein Gebiet. So, speichern wir mal wieder. Das mit den Ladebildschirm ist irgendwie ein bisschen kacke. Keine Ahnung, was hier los ist, das muss ich nochmal nachgucken, aber wenn ich eingebe lange Ladezeiten, dann kommen... Ja, weil ihr habt ja gerade gesehen, als ich diese F9 Ladezeiten gemacht habe, fix... Perfekt. Da liegt auch nochmal Essen auf der Straße rum. Vorläuft ist wahrscheinlich die einzige Situation im Leben, wo ich Essen von der Straße so aufsammeln würde. Frisch. Büffelkürbis. Kenne ich gar nicht. Ich kenne Büffelkäse. Das nenne ich Mozzarella dann. Also echten Mozzarella zumindest. Ja. Aber man hat ja sonst nichts, ne? Sonst hat man ja keine Probleme im Leben. Vielleicht liegt das an meinem Arbeitsspeicher, ich weiß es nicht. Ich habe ja irgendwie immer Probleme mit meinem Arbeitsspeicher, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal kurz. So. Ach, da seid ihr. Hi. Ich bringe mal ein Fass mit. Wolltest du ja was trinken? Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Mhm. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Okay. Heilpulver.
Aktivieren 1. Ach so. Hey, ja, war jetzt nicht so schnell. Sehen Sie? Um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Ja, mach ich doch. Aber wir machen das erst in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.